schmeckt. Es geht um den Lager. Wenn jetzt in den nächsten 5 Minuten nicht dieser Raum hier wird und 4 Leute reinkommen, ist die Sitzung gestorben. Das ist, glaube ich, zu dringend. Die Sitzung findet jetzt in dieser Form mit unserer Beteiligung nicht statt, wenn wir nicht in den nächsten 5 Minuten irgendwas entscheiden. Das gebe ich nur weiter, das sehe ich nicht als positiver. Also, eine ganz andere Sache. Wenn die Sitzung jetzt vertagt wird und woanders hinkommt, dann ist uns das scheißegal. Wir kommen einfach. Wir stören die Sitzung. Und wenn die jetzt in 5 Minuten nicht stattfindet, dann finden sie nicht statt. Und wenn es aber anders stattfindet, dann sind wir da. Und das ist Quatsch, liebe Leute. Das ist Bullshit. Gar keine Sitzung. Das heißt, wir müssen uns bereit erklären, auf jede weitere Sitzung mit Lärm und Kälte zu verhindern. Okay. Wir wollen alle Infos. Pass auf. Nee, ich hätte jetzt noch mal kurz das Megafon haben, bitte. Darf ich noch mal kurz das Megafon haben? Das Megafon. So, warte, endlich. Hallo, Megafon. Also ich glaube, ich würde für einen Fußball wieder. Liebe Kommilitonen und Kommilitonen, wenn wir möchten, dass diese Sitzung stattfindet, hat der AS 2 Forderungen an uns. Die erste Forderung ist, dass die 3 studentischen Mitglieder des AS hier noch reingelassen werden. Die zweite Forderung ist, dass dieser Bereich hier freigemacht wird. Ihr könnt jetzt darüber entscheiden, ob ihr diesen 2 Forderungen nachkommen möchtet oder nicht. Wenn diesen Forderungen nicht nachgekommen wird, dann wird diese Veranstaltung abgesagt. Nein, wird die nicht, verdammt nochmal. Sie wird nur verschoben. Das ist A, eine Bitte, das ist hier eine Korrektur von Seiten der Beteiligten, von der Vizepräsidentin Löschbar. Das ist eine Bitte und keine Forderung. Die Vereinbarung hatten wir und jetzt kommen immer mehr Forderungen von der Meine Damen und Herren, ich habe am Anfang gesagt, Sie müssen mir glauben, es ist nicht einfach hier zu verhandeln. Jetzt haben wir ein Ergebnis und jetzt lassen Sie uns das doch bitte auch jetzt so umsetzen. Wir haben hier Mitglieder, liebe Leute, die Sitzung findet statt. So, die Sitzung wird nicht abgesagt, also die Sitzung findet heute statt, verdammt nochmal. Wir sind jetzt drin. Warum sollen wir nicht darüber reden können? Ja, ich muss richtig. Also, wenn die Bedingung kommt, okay. Also, Bedingung gegen Bedingung. Ja, das ist auch gut, Mann! Also, lass mal jetzt hier den Scheiß ausfallen, weil die Bedingungen, die wir uns machen, die haben überhaupt kein Recht, jetzt Bedingungen zu stellen. Wenn das stellen wir Bedingungen. Das AS-Vertreter sind die fette Qualle. Hallo, ruhig. Hallo. Liebe Leute, das geht überhaupt nicht. Hallo. Liebe Leute, könnt ihr jetzt mal nicht handgreiflich werden? Das fand ich gerade richtig traurig. Das Publikum. Der ist ja auch ein Mitglied des Aster und ist er deswegen kriminell? Der ist ausgetickt. Beleidigt und sich dabei durchgedrängt. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Ihr solltet euch. Erstens keine Gewalt. Und zwar von niemandem. Ja, das ist scheiße. Keine Beschimpfungen von Aster-Seite. Richtig, keine Beschimpfung, keine Gewalt. Das, die Frage, die dieses Gremium da draußen jetzt zu treffen hat, ist, soll diese Sitzung stattfinden oder soll sie nicht stattfinden? Wenn sie nicht stattfinden soll, müsst ihr noch 5 Minuten stehen bleiben, dann wird das abgebrochen und was auch immer dann passiert. Keine Ahnung. Das ist Möglichkeit 1 und Möglichkeit 2 ist, dass wir jetzt an der Sitzung teilnehmen und euch eben sofort und live über alles informieren, was passiert. Ja. Folgende Situation besteht. Wir haben 2 Leute, die twittern aus der geheimen Sitzung. Ja? Und leider wollen wir aber nicht, dass wir die Möglichkeit haben, die Menschen an der Information partizipieren zu lassen, sondern wir wünschen, dass wir irgendwelche, was auch immer, für Positionen durchkriegen. Ich weiß es nicht, oder? Also, wenn einer aus der Aster hier allerdings stand, der Aster-Vertreter hat sie und uns beleidigt, ja, ein von uns, ein fette Qualle, genau. Dann kann der Forderung, dass da die 3 Leute rein dürfen, sowieso nicht nachgegeben werden, meiner Meinung nach. Jawohl.
Der eine Kommilitonin hier gerade eben so schön passend sagte, der Assler steht hier die ganze Zeit rum und hält die Klappe. Und wenn er sie dann mal aufmacht, dann kommen solche Beleidigungen bei raus. Wir sind jetzt in einem Nachbarraum und sagen, wir müssen rein. Wir haben uns aufgefordert. 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 Wir ha